Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Frau Kollegin Luega. Ich bedanke mich für die Freundlichkeit, dass Sie mich zitiert haben. Und ich darf Ihnen auch bereits jetzt von mir ein Kompliment ausrichten, dass Sie zuerst gesprochen haben davon, dass die Österreicherinnen und Österreicher in Österreich sicher leben sollen. Ich entdecke eine Art des neuen Nationalismus bei Ihnen, zu dem ich Ihnen ganz besonders gratuliere. Wir haben uns gedacht, eigentlich alle Menschen sollten in Österreich sicher leben können. Aber bitte. Ja, es ist Aufgabe des Staates, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Seit nunmehr mehreren Jahren gibt es ein neues Bedrohungsbild. Terroristen, ich würde eher sagen hundsgemeine Mörder, gibt es, die wahllos und bestialisch Menschen, Kinder, Frauen, Männer, ob im Nahen Osten, in Asien, in den USA und in Europa und Gott sei Dank jetzt noch nicht in Österreich, wobei die Frage der Bedrohung nicht von der Hand gewiesen werden kann und nicht auf eine leichte Schulter genommen werden kann, dass das stattfindet und diese Menschen umgebracht werden. Diese Verbrecher handeln im vermeintlich höheren Auftrag eines Gottes oder einer Religion, die man auch ansprechen muss. Das habe ich bis jetzt noch versäumt. Es handelt sich hier speziell um den Islam, der in Richtung der Rechtfertigung von Mord an Andersgläubigen ausgelegt werden kann und leider auch ausgelegt wird. Diesen grundsätzlich zwar gegen Individuen gerichteten Attentate, aber die letztlich den Staat in seiner Gesamtheit treffen sollen, muss Augenmerk gelenkt werden und es muss vorgebeugt werden und es muss bekämpft werden. Auf allen Ebenen. Es wurde bereits angeschossen, der Rahmen reicht von einer Bildungsoffensive, Deradikalisierungsprogramme in der Justiz etc. Kernpunkt ist aber nach wie vor für die staatliche Macht dabei, und ich formuliere es jetzt als einen Begriff, die Polizei. Sie muss verhindern und aufklären. Es kann daher auch nicht mehr so sein, dass eine Uneinigkeit in einer Bundesregierung, was Grenzen betrifft, dazu führt, dass ohne Kontrolle nachweislich Terroristen auf das Staatsgebiet der Republik Österreich bei einem Grenzübertritt kommen. Ja, polizeilicher Staatsschutz. Er ist in einem Spannungsfeld. Es wurden bereits die Grund- und Freiheitsrechte, 150 Jahre alt, erwähnt und die Frage der Aufklärung von Straftaten erwähnt. Ein kleines Beispiel davon, dieses Spannungsfeldes. Es gibt Eltern, die sagen, mein Kind hat eine Prepaid-Wertkarte drinnen und ich bin nicht interessiert daran, dass mein Kind unter Anführungszeichen hier ausgeschnüffelt wird. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sich gerade Verbrecher und da vor allem diese Terroristen darunter der Prepaid-Karte bedienen. Das heißt, hier gibt es eine Interessensabwägung. Der Verfassungsgerichtshof, Frau Kollegin Luega, hat wie in anderen Punkten den Rahmen ganz klar für uns abgesteckt, wann es möglich ist. Bei dieser Interessensabwägung, wenn es die Methode gibt, die eingreift, muss der Rechtsschutz passen. Unsere Devise ist nur diejenige, man soll nicht in die Breite gehen, sondern immer in die Tiefe. Bei einem Anfangsverdacht die Methoden anwenden, unter strenger richterlicher Beaufsichtigung dabei. Und auch ein Ausbau des Rechtsschutzes, vielleicht 150 Jahre nach Einführung des Staatsgrundgesetzes. Vielleicht eine Frage auch, wie man das Parlament, hier die Demokratie, die Abgeordneten besser einbinden kann. Ermittlungsmethoden, die es gibt, werden sehr oft als Spielzeug für die Polizei bezeichnet. Das können nur diejenigen sagen, die generell sagen, die kein besonderes Vertrauen in unsere Polizei insgesamt haben. An dieser Stelle, Polizisten sind Staatsdiener, sie arbeiten für die Republik und es darf keinen Generalverdacht gegen die österreichische Polizei geben, dass sie alle grundsätzlich prinzipiell oder weil es ihnen vielleicht im Nachtdienst lustig ist, gesetzwidrig handeln. Diese Reservation, diese Mentalreservation gegen der Polizei darf bei uns keinen Platz haben. Sie sind ein wichtiger Bestandteil, müssen daher unterstützt und nicht unter Verdacht genommen werden. Wir haben, und das Bild wurde bereits strapaziert, die Weihnachtsmärkte, wir haben die Bilder aus Berlin noch vor Augen, wo Kinder, Frauen und Männer getötet wurden. Und wir müssen dafür sorgen, dass jetzt in dieser Zeit, aber nicht nur in dieser Zeit, aber wenn man sich diese Bilder besonders vor Augen führt, dass diese Menschen alle geschützt wird. Ja, es geht darum, unsere Freiheit zu schützen. Nicht nur die Freiheit im Sinn der Grund- und Freiheitsrechte, sondern tatsächlich auch die Freiheit auf Leben
Gesundheit, Eigentum etc. Diese Grundrechte haben unsere Bürger. Auch der Terrorist, der prospektive Terrorist, hat eine Freiheit. Er hat die Freiheit, von seinem Tun, von seiner Tat, von seinem Plan, wodurch auch immer bewegt, Abstand zu nehmen und nicht umzusetzen. Wenn er es trotzdem tut, hat dieser Terrorist nur eine Freiheit und sie reicht bis zur Innenseite seiner Zellentür.